Unter dem Motto Düsseldorf Secrets fand am 2. Februar 2020 die 20. Neujahrsversteigerung in Düsseldorf statt. Bei diesem Jubiläum wurden 33 Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Kunstakademie Düsseldorf für den guten Zweck versteigert. Ich habe mal zusammengerechnet, aufgrund des Jubiläums, es sind ungefähr 600 Bilder versteigert worden in den 20 Jahren. Es sind über 700.000 Euro zusammengekommen und davon sind ca. 100.000 Euro gespendet worden. Das, finde ich, ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und da gilt natürlich auch mein Dank immer an die Sponsoren und an die Künstler, die natürlich nicht nur für sich was tun, sondern auch mitspenden. Als Auktionatorin konnte die Agentur Rheinlust in diesem Jahr Dr. Dorothee Achenbach gewinnen. Also ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, dass ich das heute übernehmen darf. Es ist für mich auch eine Premiere als Auktionatorin. Deswegen bin ich aufgeregt, bin aber andererseits auch wirklich sehr, sehr positiv überrascht und begeistert von der durchgehend hohen Qualität der Arbeiten. Ganz tolles Niveau. Ein anteiliger Verkaufserlös der versteigerten Bilder wird an den Löwenstern e.V. zugunsten krebskranker Kinder am Universitätsklinikum Düsseldorf sowie an die Stiftung Pro Sport Düsseldorf zur Förderung Düsseldorfer Nachwuchssportler gespendet. Ich glaube, dass Kunst immer die Herzen öffnet, dass Kunst ein ganz hohes Potenzial hat, nicht nur unsere Kreativität hervorzuheben, sondern auch, das ist mein tiefer Glaube, das Gute im Menschen rauszuholen. Ich glaube, dafür steht Kunst. Das Startgebot bei der Neujahrsversteigerung liegt traditionell bei 100 Euro. Geboten wird in 100-Euro-Schritten. Insgesamt wurden die Werke für 38.700 Euro verkauft.